Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ich befinde mich jetzt gerade im Waffenmodifikationsmenü von der Tifa, weil die ist in der letzten Folge aufgestiegen in ihrem Waffenlevel. Ich habe noch nicht ganz kapiert, wie das mit einer Waffenlevelaufstiege funktioniert, aber anscheinend haben wir jetzt einen Lederhandschuh Subkern 1, also quasi die nächste Welle von Fähigkeiten, die wir noch freischalten können. Oh, zusätzliche Materia-Slot, das ist geil. Ich möchte aber trotzdem, bevor wir das machen, hätte ich doch ganz gern zuerst der Kern ausgemaxt. Hätte es MP-Maximum, TP-Maximum. Das ist auf jeden Fall gut. Und das hätte ich auch ganz gern. So. Und dann könnte man irgendwann, wenn wir wieder ein paar Punkte haben, da weitermachen. Wir haben da nämlich auch Entfesselung Plus, erhöht den Schaden, der durch Schmetterer, Sprengfaust oder Schlagsturm verursacht wird. Ja, ich habe es versucht, jetzt irgendwie bei dem komischen Wachhund in der letzten Folge auszuprobieren, zumindest Sprengfaust. Und müsst dann nochmal pushen zum Schlagsturm. Das ist ein bisschen schwierig bei bestimmten Gegnern. Die haben physische Attacke Plus, TP Boost. Und so ist die Materia-Slot. Ja. Bin gespannt, was da noch alles auf uns zukommt. Der Cloud hat ja auch. Oh, er hat auch neue Punkte gekriegt. Das habe ich gerne mitgekriegt. Das habe ich gerne mitgeschnitten. Hat er jetzt 20 Punkte da oder was? Geil. Ja, dann würde ich sagen. Counter Plus, das ist auf jeden Fall geil. Physische Attacke plus 6, magische Attacke plus 6, bei hohen TP magische Attacke plus 5, bei hohen TP physische Abwehr plus 5. Bei hohen TP, das finde ich wirklich komisch. Erlittener physischer Schaden beim Block minus 10%. Ja, gern. TP Maximum 150, physische Abwehr plus 5. Ja, das hätte ich vorher gebrauchen können. Dann machen wir das gerade auch noch, dann haben wir da den ganzen Kern. Und dann können wir uns das nächste Mal den Subkern anschauen. Okay, cool. Dann möchte ich noch ganz kurz meine Materie anschauen, wie weit das die mittlerweile gelevelt ist. Heilung haben wir fast. Wir haben fast Vitra freigeschaltet. Und Feuerer. Analyse, ja, das dauert natürlich, die man später kriegt. Frost haben wir auch später kriegt. Chakra ist fast auf Stufe 3. Okay. Ich habe jetzt zweimal Frost drin. Im gleichen Level, okay, das ist ja komisch. Okay, ja. Ja, macht nichts. Passt gut. So, ich war auf dem Berg. Ja, weit bin ich nicht gekommen, seit ich die letzte Aufnahme gestoppt habe. Geradeaus, rechts, links, rechts. Okay. Machen wir dann ein paar Aufträge. Ich möchte dann damit die Story weitermachen. Es ist zwar so, dass das Spiel angeblich auch genug Spielstunden eigentlich bereit hat für uns insgesamt, also um die Story durchspielen, aber ich möchte ja alles auskosten. Drum kann es sein, dass sich das LP ein bisschen in die Länge zieht. Aber es ist mir wurscht. Es tut mir leid. Dafür. Hey, Tifa! Hör dir das mal an! Vom Eisenbahnfriedhof ist ein großer Schimmer hierher geflogen. Aber diese Flaschen von Shinra krümmen keinen Finger. Hm? Sieh mal an. Bist du der berüchtigte Alleskönner? So, das ist jetzt ein Handmove. Dann musst du uns unbedingt helfen! Der Schimmer befindet sich hinter der alten Fabrik. Um dorthin zu kommen, braucht man einen speziellen Schlüssel. Die Bürgerwehr hat ihn in einer Holzkiste in der Nähe der Tür versteckt. Einfach alles zertrümmern! Ernsthaft? In der Nähe der Holzkiste. Ja, was hat jetzt das mit dem Friedhof zu tun?
Hey, alles Könner. Ja, was auch immer. Ui, und zwar ist Musik weg. Aber jetzt kann ich mir da eine blöde Kiste dahinter noch holen. Genau die da. Gegengift, ja. Ich wäre jetzt zum Glück nicht extra nochmal hergelaufen und unterwegs am Scheiß. Okay, in einer Kiste neben dem Eingang. Schauen wir mal. Lästig. Keine große Sache. Chakra Level Up, geil. Wie kommen wir da jetzt wieder an? Das ist doch in der blöde Zwischengang. Okay, dann musst du da vorne, dann musst du da hoch, das heißt, da links, einmal quer durch. Vitra, geil. Ah, man muss das mit rechts erweitern und dann guckt man auf Vitra. Oh, okay, es braucht alles Zeit im Kampf, gerade das Überleben und Tod entscheiden. Kommt schon! Mein Einsatz, mein Platz. Das sollte reichen. Geil. So, da brauchen wir einen Schlüssel, oder? Verschlossen. Verschlossen. Okay, da ist schon eine Tür. Die ist aber offen. Hä? Achso, das war ein bisschen Shortcut. Okay. Okay, Kisten. Was sind da Kisten? Hat sie gesehen beim Eingang? Was spricht da so Funke? Achso, da hängt der Kabel ab, lol. Was denkt sich das denn? Bringen wir es hinter uns. Ich bin bereit, bis hier und schwach. Das ist gut. Na gut. Gar nicht mal schlecht, Tifa. Da staunst du, was? Von wem hat sie die Synchronstimme? Die guckt mir verdammt bekannt vor. Müssen wir nachgoogeln später. Ich glaube, es ist nicht die gleiche von Advent Children. Sie klingt verdammt ähnlich. Aber es ist nicht die gleiche. Was für Holzkisten zerdeppern. Der sich in einer Kiste in der Fabrik befinden soll. Na super geil. Also irgendeine random Scheißkiste. Da ist der Eingang. Okay, dann gang jetzt halt einfach systematisch Raum für Raum durch. Ich hoffe, dass sie nicht irgendwo Holzkiste übersehen haben. Hinter so eine Welle. Aber kein Schlüssel, okay.
Hendrik ist ja da rechts hinter, ist noch eine Kiste. So, kein Schlüssel. Die kann man glaube ich nicht zerdeppern, das gehört zum Mapping, okay. Ah, da ist der Schlüssel, okay. Hast du ihn? Jawohl. Ja. Dann ruhe ich mich da nochmal kurz aus und dann kannst du gleich weitergehen. So. Sind die Viecher wahrscheinlich auch wieder respawned, oder? Ja, war klar. Kurzer Prozess. Oh yeah. So, jetzt kommt der große Schimmer, jetzt bin ich ja gespannt. Ah ja. Mich kriegt keiner unter. Der ist ja beschissen. Er pflügt den umeinander. Frost Atem. Bin also frei. Wirksam Wind. Gut, dass sie das nicht ausgerüstet haben. Während es in einen. Ah, da kann man scrollen. Wenn du dich im nährst, während es in einen Eistornado gehüllt ist, erleidest du Schaden. Mit Nicht-Eiselementar Magie kannst du sie doch kurzzeitig immobilisieren. Feindtechniken erlernbar? Endes können. Da geht 5 FP. Sehr geil. Ja, und der blöde ist nur, dass. Ja, genau. Dass er mich gerade trifft. Zum einen und zum anderen. Dass ich keine Aero ausgerüstet habe. Okay, ist das auch nicht viel? Ah, nervt nicht mit dem scheiß Eis! Magiestufe wählen, ja, das wollte ich gerade machen. Feuerer! Oh yeah! Das hat weh da. Ich zähle auf dich. Nix, Eisra. Gar nicht mal schlecht, Tifa. Da staunst du, was? Willkommen zurück. Du hast es also geschafft. Alle Achtung. Natürlich, das hast du erwartet. Ein wahrer Tausendsasser. Ganz anders als diese großschneuzigen Gardisten. Du solltest den Wachdienst übernehmen. Die Gardisten haben nun mal Vorschriften, an die sie gebunden sind. Das ist doch wohl eher eine Frage des Charakters. Man braucht auch Leute, die Befehle befolgen. Na ja, klar. Hab schon gehört, dass du mal bei Shinra warst.
Ist wohl zwecklos, mit jemandem wie dir zu diskutieren. Ich liebe dieses Viertel. Nicht mehr und nicht weniger. Aber dann werde ich es wohl beschützen müssen. Wart's nur ab. Ich trainiere und schon bald bin ich stärker als du. Boah, ist das eine Furie. Bist du deppert? Mann, wieso ist gut das? Gemacht. Ah, okay, du alles hast klar. Dir wirklich ganze Arbeit geleistet. Dein Ruf als Alleskönner könnte nicht besser sein. Sicherlich kommen die Leute wieder zurück auf dich. Das verdanke ich dir. Schön, dass du das einsiehst. Meine Bezahlung für heute hole ich mir also im Laden ab. Genau. Aber willst du nicht vorher erstmal auf dein Zimmer? Ruh dich etwas aus. Die Regeln der Slums. Und zwar deren erste, genau. Los, gehen wir. Oh, ein Moment zu zweit. Nebenstory? Ah, okay. Interessant, interessant. Ja, aber das alles können. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob der noch einen Auftrag hat für mich. Was ich jetzt ganz gerne machen würde, wäre meine Materie kurz zum Ändern. Und der Sternenreif, gell? Warum eigentlich? Der die Handhabung von Materie erleichtern soll. Ah, der hat vielleicht. Hat der einen Bonus? Uff. Wo ist denn der schon wieder? Ah, der R1. Ihr müsst doch eigentlich. Ihr müsst doch sagen, ob der irgendwie einen XP-Bonus hat auf. Substanz. Kraftreif, Sternenreif. Sieht man das irgendwo? Oder bin ich einfach nur wieder zu blind? Also hat Materia-Slot mehr, ja, das ist klar. Okay, da bricht meine physische Abwehr eigentlich komplett ihn mit dem blöden Sternenreif. Aber ist hier der Netter? Ich sehe nicht, ob der einen XP-Bonus, also einen FP-Bonus hat. Schräg, okay. Naja, egal, ich will jetzt doch nicht wieder Zeit verschleudern mit dem Scheiß. Tifa hat. Ich tue mal statt ihrem Frosch tue ich etwas anderes hin, weil Frosch level mal gerade beim Cloud. Wäre es vielleicht nicht schlecht. Ja, vielleicht doch. Das Gegengift als Materie in die Struktur. Genau, das habe ich vorher probiert, weil das eine Viech im Schock war. Spezialfertigkeiten begegnen im Schockzustand anwenden. Ja, das habe ich gemacht. Einmal ist es losgegangen. 15 Arten von Gegnern in den Schockzustand versetzt und haben jetzt so 7 von 15. Und das mit der Analyse, das mache ich einfach für mich. Okay, das heißt, die habe ich alle analysiert, die Viecher. Der Wachskorpion, ja, hätte ich gern, aber es ist nicht gegangen, weil da habe ich das noch nicht gehabt. Egal. So, wir spielen weiter. Und zwar. Wo ist denn das? Ist ganz links hinter da, gell? Ah, aber ist im Apartment. Okay. Tifa! Wir können jetzt einfach nur ganz harmlos schlafen. Okay? Ganz ohne Hintergedanken. Oh, ihr seid aber früh wieder zurück. Das trifft sich gut. Dann kannst du nämlich gleich die Filter in euren Zimmern austauschen, Tifa. Ich hab sie dir schon hingelegt. Okay. Du wartest hier, Alleskönner. Für dich habe ich auch einen Auftrag.
bereite Tifa keinen Kummer. Ach, das hatte ich nicht vor. Sagst du das, damit ich Ruhe gebe? Solche Leute gibt es wie Sand am Meer. Du bist doch nicht wie die, oder? Geh schon. Die ist verdammt shady, die Alte. Ich weiß auch nicht. Die wird aus der nicht schlau. Lass uns zuerst die Filter auswechseln. Gut. Komm, wenn du fertig bist. Die Tür, Mann, die Tür, die kommt nicht voller. Ausruhen, yay. Wollte nur schauen, was da auf dem Nachkästchen liegt. Tifa! Warte kurz! Ich beeil mich damit! Komische. Ich weiß nicht, da hinten in der Apartment schon sind ganz komische Texturen, ich weiß es nicht. Ist schon schräg. Wo ist aber lang? Ich warte will, leg mich da her. Ein bisschen Schlaf muss sein. Na, Scherz. Fertig. Aha. Dann erzähl. Wie ist es dir so ergangen? Hä? Hattest du es nicht bei der Bürgerwehr versprochen? Oh. Ah. Hm? Im Krieg wurden Soldaten als Helden gefeiert. Mhm. Die Nachrichten damals waren voll davon. Aber als ich Soldat geworden bin, waren die Dinge etwas anders. Heldentaten waren nicht mehr gefragt. Für Shinra waren wir einfach nur, also. Du willst wohl nicht drüber reden. Wir waren praktische Söldner. Nichts, worauf ich besonders stolz wäre. Verstehe ich. Aber ist komisch, was? Als wir uns damals verabschiedeten, hätte ich nicht gedacht, dass wir uns mal in Midgar wiedersehen. Weißt du was? Wir sollten das feiern. Uns in Schale werfen. In Schale? Wieso nicht? Das macht auch mal Spaß. Hast du so Sachen? Nicht wirklich, aber ich besorg was. Was schwebt dir vor? Nichts Seltsames ist schon mal sicher nicht der falsche Ansatz. Also das wäre jetzt die Antwort, die typischer Cloud geben würde, so, ja, nichts Seltsames. Was Kämpferisches, ich weiß nicht, sie hat schon irgendwie was Kämpferisches, ich weiß nicht, wie man das Outfit noch kämpferisch machen kann. Wir kommen mit etwas Exotisches. Was Exotisches. Was? Echt? Aber ob mir das steht? Trag was, was dazu passt, ja? Okay. Jetzt können wir uns auf was freuen, nicht? Ja. Stimmt. Die Freude schaut ihm ins Gesicht geschrieben. Okay. Wo wir so schön motiviert sind, können wir zurück. Komm schon. Brauchst du gar keine Pause? Quatsch. Schade um die Zeit. Nicht Marlepetzen. Okay?
So, das ist ein strange Close-Up. Ich find's cool, dass sie den Boxsack hängen hat. Und eine Handtasche. Das natürlich voll zu ihr passt, so Handtasche. Hey, da liegt der Disc. Was schaut da? Ich kann das nicht lesen, die Auflösung ist so schlecht. Wo ist der Punkt bei der Male? Ich soll doch nicht petzen. Gang weg! Ich muss da raussehen. Ja, Male da drinnen. Male, die Filter sind ausgetauscht. Wir gehen wieder zur Bar. Na dann, viel Spaß. Gute Laune scheinst du ja auch schon reichlich zu haben. Meinst du? Eigentlich ganz normal. Geht ja doch mit dir. So gefällst du mir. Weiter so. Betrachte das als Vorauszahlung. Ich zähle auf dich. Mondsichel-Talisman. Nebenstory abgeschlossen. Ein Moment zu zweit. Sehr geil. So, mit was geht's Twitter? Nachgetaner Arbeit. Ich glaube, das alles können. Ich schaue mal schnell bei ihm vorbei, vielleicht hat er was Neues. Und falls nicht, blieb das eh nichts anderes übrig, als wir. Er ist weg. Okay. Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Der verkauft bloß weiterhin das Zeug. Okay. Ich freue mich auf weitere Daten zu ja. Geh mal wohl. So, ich schau mal, ob der vielleicht was Neues hat. Vielleicht hat der geile neue Waffen für mich. Er hat nicht einmal Waffen, er hat bloß Sternenreif. Vielleicht meinen sie mit, der die Handhabung von Materie erleichtern soll, einfach, dass es einen Slot mehr hat als zum Beispiel der Eisenreif, aber der. Das Defizit an Verteidigung, an Magieverteidigung ist es einfach nicht wert, sorry. Was hat der für Accessoires? Eine kugelsichere Weste. Aha. Das wäre für mehr Magiepower. Magieabwehr. Und der Seelenohrring macht gar nichts. Aber lebt im Kampf einmal automatisch wieder. Okay, das ist also quasi. Das ist quasi so Auto-Phoenix, okay. Aha. Brauchen wir nicht da. Boah, ist das geil hier. Fick die Hände. Hat das gehört? Prachtkerl. Er soll so ein seltsamer Typ in den Stella-Apartments wohnen. Haha, das ist gut. So, aber ich würde doch ganz gerne jetzt speichern. Einfach so. Speichern. Aus Gründen. Ja, das können wir beschreiben. Und. Das ist nur so ein Sicherheitssafe, falls irgendwie doch noch etwas auftaucht, wo ich sonst verpasst, dass ich nochmal zurückgekommen kann zur Not. Ey, hör auf! Der Johnny! Widerstand ist zwecklos! Oh, Johnny! Lass mich in Ruhe, du Shinra-Schwein! Klappe, Slamratte! Piep, 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 piep! Bist du bescheuert? Angeblich soll jemand Schießpulver aus einem Schienenrolllager geklaut haben. Johnny wurde zu der Sache verhört und du weißt ja, wie bockig der Bengel sein kann. Das hatte doch sicher mit dem Anschlag zu tun. Armer Kerl, diesmal kommt er nicht so leicht davon. Das wird echte Konsequenzen haben. Wir müssen Johnny helfen. Gehört er zu euch? Nein, aber er hat mitbekommen, dass wir hinter Everland stecken. Leider plappert er gern. Scheiße. Johnny darf auf keinen Fall reden. Ich gehe hinterher. Ich komme mit. Wirklich? Aber... Das bin ich dir schuldig. Für deine Hilfe. Na gut. Dann los. Mit der Garde ist nicht zu spaßen. Armer Kerl.
Shinra tritt in Aktion. Ist das irgendwie ein neuer Bereich jetzt dahinter? Schau, ja. Wohnviertel. Okay. Alter, was ist das für schreckliche Mucke, Mann? Ah, ihr wollt schon, was das für Mucke ist, Mann. Kann leider nicht zurückspulen. Der Typ ist geil. So ein klassischer Anime-Held. Hinter die Container da. Überhaupt? Nee, nur ein bisschen Schießpulver geklaut, was? Uns machst du nichts vor. Das war deine ID, du hast das Lager betreten. Was? Das muss ein Irrtum sein. Ich würde mich nie auch nur in die Nähe eines Zimmerlagers wagen. Oh fuck. Ernsthaft? Verdammt! Johnny rutscht sicher was raus. Gehen wir? Ja, du lenkst die Gardisten ab, ich kümmere mich um den Rest. Wede verpieft Jesse. Ich träume persönlich der Hals um, aber zuerst ein bisschen Schlaf muss sein. Das braucht der Cloud zum Heile sein. Ja, ich halte die Schnauze. Lasst ihn gehen. Ein neuer Gardist. Bist du ein Komplize? Raus damit! Oh. Was los? Wer ist da? Oh, dein Freund und Helfer in der Not! Ihr seid es! Hey du! Was soll das werden? Ja, und ich so deppert. Bis hier und noch was. Aua, der hat was drauf, okay. Der hat doch nicht wirklich was drauf. Stellen ihn ruhig. Hey! Hey! Nicht! Wie? Was? Nein! Nein! Ah! Lass das! Wenn dir was an deinem Leben liegt, dann verschwinde. Ja! 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 Ich mache eine Biege! Ich schwör's! Ja. Sollen wir ihn echt laufen lassen? Das ist der Müll, wo Arne rennt. Ich weiß, aber er hat nichts getan. Und die? Lass sie liegen. Cloud. Was soll das? Verschwinden wir, bevor sie aufwachen. Wie hat der Johnny jetzt gesagt, wo er nach vorne rennt? Außerdem war vorher das Tor zu. Er müsste eigentlich voll gegen das Tote in die Torgrenze. Blind. Komische Elite-Shinra-Soldat. Er hat auch nicht wirklich mehr drauf als die andere. Naja, egal. Hoffentlich kommt Johnny irgendwie klar. Sorg dich lieber um dich selbst. Lass uns von hier verschwinden. Was ist? Ich weiß nicht. Du hast dich irgendwie verändert, Cloud. Inwiefern? Deine Augen zum Beispiel. Wie soll ich das sagen? Früher hast du nicht so... Das kommt von Marco. So sehen alle bei Soldat aus. Ach so. Dann lass uns mal zum Laden zurück. Ja denn, lass uns mal zum Laden zurück. Oh, vorher immer nur die Schallplatte, die krächzen, die quietschen, die wurde geklopft vorher. Papier
Falls es immer der Holo kann. Ja, genau dir. Oh mein Gott, das ist die Chocobo-Mucke, ernsthaft? Hey! Und wie gefällt dir der Song? Bist schon ein Fan? Na dann, nimm! Hip-Hop, der Chocobo? Ernsthaft? Boah. Hätte selber gemixt, der DJ, der komische. Ja, scheiß die Wandern. Hey, was, wo ich bin? Willkommen! Mein Sortiment ändert sich je nachdem, wie die Lage gerade so ist. Ist schon mal nur genau gleich wie vorher die Lage, du Trottel. Ich hab Trophäe gekriegt, weil ich Platten sammle. Das ist ja lustig. Ja, dann würde ich sagen, machen wir unsere Hauptstory-mäßig weiter, weil da haben wir jetzt alles gesehen, also wie es ausschaut. Auf in den siebten Himmel! Da wären wir. Achso. Bist sicher erschöpft? Naja, ein bisschen vielleicht. Freu dich! Nach der Arbeit kommt das Vergnügen. Wie wär's zur Entspannung mit einem Cocktail im siebten Himmel, dem Paradies in den Slums? Tiefer. Ich glaube, ich brauch auch eine Pause. Sag mal, bleibst du denn jetzt in Midgar? Ja, das ist der Plan. Zumindest bis ich genug Geld zusammen habe. Verstehe. Okay, was willst du tun? Dich noch ein wenig in der Stadt umsehen? Nö. Haben wir schon gemacht. Sind zurück. Wart ihr spazieren? Ja, genau. Los, Versammlung im Keller. Ich auch? Soll ich bei der nächsten Mission... Lenchen, du wartest draußen auf Jesse, ja? Die nächste Mission. Sie soll morgen starten. Jetzt gibt's die Details. Vor eurer Besprechung hätte ich gern mein Geld. Das kriegst du auch. Aber jetzt habe ich Wichtigeres zu tun, du Raffzahn. Beeil dich, Tifa. Na klar. Nimm's ihm nicht übel. Er kann halt nicht anders. Zum Trost. Setz dich. Was darf es sein? Was Starkes oder einfach irgendwas? Starkes. Hast du was Starkes? Es liegt da gleich unterm Tisch, kein Schluck mehr. Na? Den meisten meiner Gäste schmeckt er vorzüglich. Das wundert mich nicht. Sieh mal an, da kennt sich einer aus. Und was ist mit dem hier? Das ist genau der gleiche Mix. Ein Cosmo Canyon, meine ganz eigene Kreation. Ein Cosmo Canyon. Sieht toll aus. Ich muss los. Zum Wohl. Hast du schon gehört? Den Angriff auf den Makoreaktor haben die Staatsfeinde Avalanche verübt. Sie reden von nichts anderem. Wir sind richtig berühmt. Erstmal sind wir sicher. Zum Glück hat uns keiner erkannt, aber jetzt wird's ernst. Cloud, bist du weiter dabei? Wenn ihr ordentlich zahlt? Klar, versprochen. Dafür werde ich schon sorgen. Tifa soll dieses Mal auch mitkommen. Doch sie scheint gar nichts von unseren Plänen zu halten. Wer weiß, ob wir uns auf sie verlassen können, wenn's ernst wird. Hä? Ein nüchterner Typ wie du ist mir da weitaus lieber. Schließlich
will ich nicht draufgehen, nur weil jemand halbe Sachen macht. Sollte mir eine Beschäftigung suchen. Touché, du suchst gerade. Wäre cool, wir können einfach hochkommen. Was ich vorher erwähnen wollte, das ist ja das Geheimversteck für Avalanche da drinnen. Mit dem als Flipperkasten getarnten Falltür. Naja, wenn ich so die zwei Flipperkasten vergleiche miteinander und. Sag einfach mal, die Seilwinde und der Antriebsmotor da dahinter. Es ist einfach verdammt offensichtlich, was da los ist. Sorry, funktioniert der Scheiß jetzt? Hallo? Ach so, genau. Ich muss einfach rustiger und gut der Barrett wieder. Oder tiefer? Ich glaube tiefer gut. Ich kann nicht raus, okay. Hä? Fuck. Dann gang ich halt aufs Scheißhaus, was soll's. Kann ich auch nicht, interessant. Hallo? Was muss ich jetzt machen? Spiel? Ah. Lala Zeichnung von der Marlene. Die gelbe Blume. Ah, sie hat sie da inne. War ein seltsames Mädchen. Ja, kennst du. Die gelbe Blume. Die gelbe Blume war ein seltsames Mädchen. Ja. Das ist ein Hinterausgang. Durch den man durchschauen kann. Okay. Wahrscheinlich geht's jetzt wieder. Ich habe nur die blöde gelbe Blume da betrachten müssen zuerst. Hä? Ich schnall's gerade nicht. Hallo? Darts Rangliste. Der Wedge. Wedge tiefer. Jeff. Der Johnny? Lol. Marle. Finn. Nelly. Was sind die denn alle? Ja, spielen wir Dart. Wie man Darts spielt. Mit X kannst du einen Dartpfeil werfen. Die geworfene Punktzahl. Aha, man ist in der Runde mit drei Pfeilen. Ziel ist es dann. Ja, halt ganz normales Dart. Was haben die eigentlich erwartet? Je kleiner der Zielkursor beim Drücken ist, desto genauer der Wurf. Ziele möglichst auf Felder mit hohen Werten, um die Punktzahl mit so wenigen Versuchen wie möglich auf 0 zu senken. Aha. Den äußeren Ring oder den inneren Ring? Die Gesamtpunktzahl ist negativ, geht, hat man überworfen und die Befragten ohne gelten als ungültig. Ähä. Sobald die Punktzahl mit dem nächsten Wurf auf 0 senken kannst, werden dir die Felder angezeigt, die du dafür treffen musst. Mann, die haben eine richtige Arbeit in die gesteckt, hey. Für die Programmierung. Boah, es ist schwammig. Hä? Schlecht, okay. Boah, das ist echt nicht einfach. Der scheiß Kreis, wieso ist der so groß geworden? Echt? War das nur dünner? Okay. Wie viele Runden geht? Oh yeah. Das heißt, man muss aufpassen, gell? Ich hab nur noch 50 Punkte.
Oh je, 10 Würfe. Das war schlecht. Ich muss unter 8 Würfe kommen, okay. Lol. Dann warte ich mal. Ich will das nochmal machen. Darts spielen ja. Ah, schade. Toll. Der war genau in der Mitte, Mann. Okay. Was? Gar nicht da? Das Spiel verarscht mich. Ja, genau, also. Der wirft gerne nicht da, wo das Ziel ist. Okay, das war mein Fehler, jetzt bin ich voll ausgeschert. Alles mit dem scheiß Controller. Ernsthaft? Das war voll Dinner, Mann. Hey, das war voll Dinner, Mann. Verarsch mich nicht, Spiel. 5 Runde. Viel zu viel Würf. Scheiße. 14. Egal. Naja, anders mal. Schauen wir, dass wir weiterkommen mit der Story. Und Dresden auf tiefer warten. Jo. Hab gehört, du hältst nichts von dem Plan. Einfach mit netten Bitten ist Shinra nicht beizukommen. Das weiß ich ja selbst. Aber trotzdem... Ich weiß nicht weiter. Wenn du Zweifel hast, dann steig aus. Du bist eher gegangen? Gab etwas Streit. Was ist? Noch ein Drink? Tifa, fahr was auf. Das haben wir uns alle verdient. Gern. Das nächste Ding drehen wir ohne dich. Okay, such dir was Neues. Das hatte ich ohnehin vor. Schließlich habt ihr noch nicht mal bezahlt. War klar, dass das kommt. Hier, das ist der Rest. Ich habe noch ein bisschen was draufgelegt. Damit sind wir endlich quitt. So, dann lass uns mal allein. Wir feiern im kleinen Kreis. Versucht. Sorry. Hat sich irgendwie so ergeben. Bei
Weißt du, die anderen waren der Meinung, wir wären zu sehr von dir abhängig. Jesse, wo bleibst du? Oh, ich komme gleich. Sorry, okay? Kein Problem. Wenn du möchtest, können wir später reden. Wirklich nicht nötig. Jesse! Ich hab riesen Kohldampf! Bis später, Cloud. Okay, ich komme ja schon. Und Prost! Kampai! Aber mit dem Zug. Mann, das tut gut. Der Wixi. Nix, du alter Schluckspecht. Treibt's nicht so bunt. Wir haben noch einiges vor uns. Erst recht ein Grund, mal abzuschalten. Genau. Einfach mal fünfe gerade sein lassen und das Leben genießen. So viel Spaß hatten wir schon lange nicht mehr. Das wird Spruch. Seit dem Rausschmiss aus der Hauptgruppe hatten wir ja auch nicht wirklich Grund zum Feiern. Wir wurden nicht rausgeschmissen. Ja, wir haben uns selbstständig gemacht. Erinnert mich bloß nicht daran. Das verdirbt mir total die Stimmung. War eine schwierige Zeit, was? Kann gar nicht glauben, dass es schon ein Jahr her ist. Ja, doch wir sind immer noch hier. Und das liegt einzig an euch. Dafür möchte ich euch danken. Ach, jetzt hör aber auf. Wozu sind wir denn Freunde? Ja, das sind wir. Und gute Freunde stehen zusammen. In schlechten Zeiten besonders. Wir haben uns ganz gut gemausert, würde ich sagen. Ja, meine Wampe allerdings auch. Bedank dich bei Tifa. Für die Hilfe oder den gut gefüllten Bauch? Den Bauch natürlich. Was denn sonst? Meinst du den? Wie ein Wasserpudding. Ach, am liebsten würde ich auch morgen wieder so mit euch feiern, wisst ihr? Und das werden wir auch. Da kannst du dich drauf verlassen. Jeden Tag eine Party. Na, vielleicht nicht jeden Tag. Ja, cool. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Freut mich, wenn ihr dort wieder einschaltet. Bis dahin und tschüss.